Leute, hier ist LineGamer1 und ich begrüße euch herzlich zum nächsten Teil von Let's Play Microsoft Flight Simulator X. Heute geht es von Toulouse Blagnac oder so, wie das heißt, genau, kann ich nicht aussprechen, zum Flughafen Hamburg Finkenwerder. Unser Flugzeug ist ein Airbus A340-600 und ja, wie ihr seht noch in der Airbus Hauslackierung, weil das ja so eine Art Überführungsflug wird, den wir heute fliegen. Weil in Toulouse ist ein Airbus-Werk und in Hamburg-Finkenwerder. Und das heißt, wir fliegen den ja bis jetzt soweit gebauten Airbus nach Hamburg-Finkenwerder, damit er dann dort ja weiter, damit dann dort weiter an dem gebaut wird. Also fliegen wir heute einen Überführungsflug sozusagen ohne Passagiere. So, gut, dann würde ich sagen, wie ihr gerade gesehen habt, die Triebwerke sind noch aus. Das kommt da oben die ganze Zeit. Das zeige ich euch jetzt nochmal im Board, ja, innen im Cockpit, da seht ihr auch hier 0000, 0,1, hier Master Warning, ja, Triebwerk ist aus, bla bla bla. Ja, wir fordern aber jetzt erstmal die IFA-Freigabe zu dem, ja, zum Zielflughafen an. Also erstmal Blagnac, oder genau wie man es ausspricht, keine Ahnung. Irgendwie so in der Art wahrscheinlich. Ja, IFA-Freigabe auf Finkenwerder. Ich hoffe, ihr versteht es, ist ein bisschen leise. Ja, aber muss ich nochmal gucken, wegen dem Sound. So, wir stellen dann schon mal 5000 ein. Die Dame hat uns ja gesagt, wir dürfen auf 5000. Erstmal sollen wir erstmal fliegen. Wahrscheinlich enthalten sie 5000 Fuß. Ja, zum Wetter erstmal. Wir haben heute 3 Meilen Sichtweite. Das habe ich ein bisschen begrenzt. Glaube ich 4,8 Kilometer waren es. Und ja, in den untersten Höhen haben wir noch mäßige Turbulenzen. Aber sonst haben wir erstmal keine Besonderheiten des Wetters. Okay, Ren ready to taxi, contact. Okay, wir terminate with Delta, ready to taxi, IFR. So, dann gucken wir mal, wo wir hinkommen. Wir können es jetzt nochmal probieren mit dem 32L, 32 links, ist unsere Startbahn. Da sind die ganzen Nummerierungen, wo wir jetzt welche Taxiways wir nehmen sollen. Wir machen da fortlaufende Rollanweisungen. Wir probieren es jetzt auch gleich nochmal mit dem Pusher, mit dem nach links und rechts drehen. Also man muss ja nur 1 oder 2 drücken. Also ich drücke, wir drücken dann mal die 1, würde ich sagen. Keine Ahnung, ob das nicht, ich hoffe, es ist die richtige Richtung. Fortlaufende Rollanweisung einschalten, Rollfreigabe bestätigen, okay. Wir starten einmal Triebwerk 2 und 3. Jetzt habe ich da was falsch. Oh, jetzt habe ich den Hauptland. Starten Sie. Ja, Triebwerke fahren hoch, wie ihr auch hier seht. Wir können auch nochmal von außen gucken. Ja, das Äußere ist noch ruhig und da dreht sich nichts. Und hier auf der Seite, da haben wir das Gleiche. Ja, wir fahren erstmal nur die hoch. Aus dem einfachen Grund, da wir nicht alle brauchen zum Taxien. Und wir sollten auch den... Ja, die Parking Brake drin haben. So, dann würde ich sagen, leiten wir den Pushback ein. Wir gehen aber mal bei dem Ganzen jetzt in die Vogelperspektive und drücken mal Shift P, der Pusher kommt. Und dann drücken wir mal 1. Also ich habe es ja immer so gemacht, dass ich Shift P und 1 zusammengedrückt habe. Vielleicht muss man einfach nur die 1 alleine drücken. Und dann sollte der eindrehen. Jetzt machen wir das Ganze mal, drücken mal 1 und mal gucken, was passiert. Warten erstmal, sonst drücken wir nochmal länger 1. Dreht sich nichts, zumindest sehe ich nichts. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwas seht, wegen... Doch, oder habe ich das leichte Gefühl, dass er sich dreht? Irgendwas macht doch, macht da was, oder? Irgendwie habe ich das dumpfe Gefühl, dass er sich da leicht dreht, oder das kommt mir nur so vor. Na? Nee. Ich halt schon die ganze Zeit 1 gedrückt, aber nein. Er macht keinen Turn. Aber irgendwie sieht es so aus, als ob er sich leicht drehen würde. Na, jetzt ist eh zu spät. Ja, das... Hä? Normalerweise geht es doch so weit. Wir machen jetzt mal nochmal Shift P. Wir tun es jetzt nochmal nach da vorne hinstellen, probieren es nochmal ein zweites Mal aus. Aber das muss ja irgendwie gehen. So. Also nochmal. So. Mal hier schön auf die Linie da ausrichten. Und dann gucken wir jetzt nochmal. Unser Pusher erstmal wieder weg nach hinten fahren. Hey, muss es doch gehen, mal da ein. Probieren wir es jetzt einfach nochmal. So. Einmal hat es bei mir geklappt, das weiß ich noch. Da habe ich es mal so ohne Aufnahme ausprobiert. Und da habe ich eins oder zwei einfach mal gedrückt und dann hat er sich irgendwann so wusch auf einmal gedreht. So, nochmal Shift P, Pusher, komm näher, wir probieren es ein zweites Mal. So, wir werden gepusht. Ich weiß auch nicht, in welche Richtung jetzt für welche Zahl dann steht.
Wenn man jetzt die 1 gedrückt hält. Oder was die 2? Ich dachte 1 und 2 sind doch zum Drehen. Na komm. Dreh dich. Also wenn, dann muss er ja jetzt langsam drehen. Komm. Wahrscheinlich ist jetzt genau die. Ich drücke mal nämlich die 2. Vielleicht genau ist die falsche Zahl. Mir hatte ich so langsam immer das Gefühl, er würde sich was tun. Aber er dreht nicht ein. Nee, er will nicht. Wie es scheint. Nee, dann will er nicht. Naja, dann werden wir es beim nächsten Flug einfach nochmal probieren. Ob er dann eindreht. Ach, guck sich das einer an. Und dann sind wir hier hinten und dann dreht er ein. Eieiei, wunderbar. Wunderbar. Applaus, wunderbar. Okay, Pusher. Tschüss, so, Parking Break. Das passt doch. Dann fahren wir, müssen wir nicht so ein bisschen realistischer jetzt mit dem Dreh. Normalerweise wird man noch weiter rausgedreht, aber der hat jetzt ein bisschen spät angefangen einzudrehen. Deswegen wahrscheinlich auch noch hier hinten diese Felder da. So, wir gehen wieder in die Innenansicht. Boah, das freut mich jetzt richtig, dass das mit dem Pushback, dem Drehen da geklappt hat. Wir haben die fortlaufende Rollanweisung eingeschaltet. Und können jetzt auch besser losfahren. So, ich würde sagen, der Pusher ist jetzt weit genug weg. Wir geben mal ein bisschen Gas. Und fahren dann mal nach links. So. Normalerweise wird ja hier der Tiller oder Triller, wie das genau genannt wird, weiß ich nicht. Eins von beiden. Ja, bewegt. So. Der Pusher ist jetzt auf jeden Fall weg. Wir sehen da hinten wegfahren. Geben wir mal ein bisschen mehr Schub. So, wir drehen ein. Wunderbar. Fast New Seatbelts und so ein Zeug bräuchten wir jetzt eigentlich gar nicht machen. Wir haben ja, wie gesagt, keine Passagiere an Bord. Ist ja lediglich ein Überführungsflug. So. Wunderbar. Wir drehen hier passend ein. Das passt so wunderschön, wunderschön. So. Dann fliegen wir jetzt mal von Frankreich dann nach Deutschland. Aber jetzt müssen wir erstmal zur Startbahn gelangen. Ah, jetzt fahren wir zu schnell. Er hat es irgendwie übersteuert. Keine Ahnung wieso. Auf jeden Fall ist er nach rechts angefahren. Das ist immer schon eine fummelige Sache hier mit dem Drehen. So. So, wir sollten natürlich auch noch möglichst... Ja, wenn wir eh zu weit links fahren, brauchen wir das gar nicht. So, fahren wir erstmal auf die Linie hier drauf. Ich glaube aber normalerweise, wenn die nach Hamburg Finkenwerder fliegen, dann haben die, ja, Airbusse dann schon... Die sind die hier mal da, wo hier die ganzen... Ja, dann halten wir halt mal an, wenn wir uns jetzt hier gerade ausgerichtet haben. Dann haben die normalerweise da, wo die, das Auto da vorne, das kleine da. Dann haben die normalerweise da, wo jetzt hier so die ganzen Fenster und so sind, da sind normalerweise, glaube ich, so eine grün grundiert oder so. Also, genau, das sind halt einfach, keine Ahnung, ob die schon grundiert sind, glaube ich nicht. Nee, die sind gar nicht angemalt. Sind einfach so hier grün halt. Und ja, ich glaube nur die, ja, nur da hinten die Heckflosse, also da das Seitenruder, Seitenleitwerk, das hat schon, ja, das Logo von der Fluggesellschaft, die das Flugzeug bestellt hat und auch bekommen wird dann. Aber sonst hat es noch gar nichts angemalt. Gut, vielleicht noch, glaube ich, noch die Triebwerke, aber ja, lackiert wird es dann erst, glaube ich, in Finkenwerder. Da steht auch nicht dann normalerweise hier Airbus A340 und so drauf und sowas. Da steht dann, da ist dann einfach gar nichts, das ist dann einfach nur so grün halt. So, sieht aus wie so ein dunkelgrün, aber ob das jetzt extra angemalt ist, glaube ich jetzt nicht, aber kann natürlich sein. So, da drüben stehen auch da ein paar Airbusse, vielleicht werden die auch überführt, aber die haben jetzt schon alle diese, ja, anderen Lackierungen da, wahrscheinlich deswegen nicht. So. Ja, was sollte aber alles, ich hoffe auch, dass die Landebahn reicht im Hamburg-Finkenwerder. Normalerweise, ja, die ist jetzt schon ausgebaut worden dort, glaube ich sogar, ich glaube, die ist extra für den A380 ausgebaut worden, oder war die schon? Aber ich hatte mir das schon mal kurz durchgelesen. Aber ich glaube, die wurde ausgebaut. Aber wir kommen eh nochmal zu dem Flughafen, da steht es ja dann drin. So, ich hoffe, in dem Teil sollten wir noch starten können, aber das sollte möglich sein, deswegen... Ja, wo ist denn die Startbahn eigentlich? Da vorne irgendwo dann? Na gut, die Sichtverhältnisse sind jetzt ganz okay. Achso, die Wolken, genau, das hatte ich, das ist ja noch, gehört zum Wetter. Das haben wir aufgelockert. So, da ist noch eine andere, die nach Pau will, wo auch immer das ist, keine Ahnung. So, ja, wir müssen dann auch irgendwann über, also 5000 Fuß kann, ist, glaube ich, sogar noch, haben wir da noch die mäßigen Turbulenzen. Erst irgendwann ab 9000 ist hier die dann zu Ende, also haben wir da keine mehr. Naja, hoffentlich ist der nicht mehr vor uns da irgendwo. Naja, sonst müssen wir halt warten an der Bahn.
Bla bla bla, ja, der... Pau, keine Ahnung. Naja. So, Finkenwerder könnte man ja auch erst denken, das wäre so ein kleiner Ort oder sowas, aber das ist ja dann ja nur der Name von dem Flughafen. Hier heißt ja auch Blagnac oder wie man es ausspricht. Gucken wir uns später nochmal genauer an, wenn wir dann in der Luft sind. Wenn ich euch was über den Flughafen dann erzählen kann. So, geben wir ruhig ein bisschen mehr Schub noch. So, na, der Flug wird jetzt auch nicht so lange dauern, wie gesagt, Frankreich. Deutschland, gut, wir sind jetzt hier in Südfrankreich und werden dann nach Norddeutschland fliegen, aber ich gehe mal davon aus, maximal 4 Teile oder so, ich weiß es aber nicht. Werden wir dann sehen. So, der wird aber halt 32R, wir starten ja auf der Left. Deswegen kommen wir uns auf jeden Fall nicht in die Quere. So, ich gebe mal ein bisschen mehr Schub, wir geben jetzt mal ein bisschen mehr Schub, genau. Mal kurz volle Leistung. Auch wenn man das wahrscheinlich während das normalerweise nicht macht, ja, ich weiß. Gut, dann können wir auch hier wieder wegnehmen. Weil hier müssen wir um die Kurve. So, machen wir Leerlauf. V-Tart. So, einmal voll in die Eisen gehen. Wir haben ja keine Passagiere an Bord, deswegen müssen wir da jetzt nicht so aufpassen. Aber wir wollen natürlich das Flugzeug jetzt eigentlich auch nicht beschädigen hier für die Fluglinie, die das ja normalerweise bekommen würde. Aber da vorne sehen wir auch schon die Startbahn, das ist schön. Wir können auch schon mal die Klappen auf 1 setzen. Was man ja, glaube ich, normalerweise während des Taxiings, also während des Rollens hier macht. So, können wir ein bisschen mehr Schub geben. Manchmal, aber irgendwann, wenn man zu viel Schub gibt, dann ja, kann man den irgendwie nicht mehr drehen. So, da landet auch einer, wie ihr seht. Also, naja, ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber da zwischen den Wolken, da ist so eine, ja, so rote Zahl, also die Beschriftung, also, dass man so vielleicht so ein paar Daten über so andere Fliege halt immer kriegen kann, die noch so in der Luft sind. Und jetzt sehe ich es aber nicht mehr. Vielleicht ist er auch gerade gestartet oder er ist irgendwie, fliegt ja nur vorbei. Aber vielleicht landet er auch nicht. So, ja, wir sind auch nicht auf dem Kontrollturm, deswegen können wir es auch schlecht wissen. Weil der bekommt ja nur was wegen dem Start und Landung. So. Mal gucken, ob wir noch vor dem starten können, bevor der landet, aber ich sehe es jetzt gar nicht mehr, was da stand. Die Angaben mit Höhe und Flugzeugmodell und sowas, ja immer da steht. So, gucken wir mal. Bald sollte dann auch die Möglichkeit für uns bestehen, dass wir den Flughafen die Streckenfreigabe anfordern. Ja. Stehen wir hier. So, komm, nein. Jetzt habe ich gerade zu viel Schub gegeben. Nochmal bremsen. So, komm. Ja, er dreht sich nicht. Das ist immer so ein kleines Problem. Das hatten wir ja schon öfters in letzter Zeit. So, Schub geben. Nennleistung erhöht sich. N1. Weiter mehr Schub. Wir können jetzt auch schon mal die Triebwerke starten. Machen wir erstmal Engine 4. Haben wir noch ein bisschen mehr Schub von der rechten Seite. Dann sollten wir auch leichter drehen können. Ja, irgendwann, wenn ich jetzt ganz langsam immer ein bisschen mehr, aber dann. So, das ganz rechte Triebwerk läuft auch. Perfekt, dann merkt ihr schon, drehen wir uns gleich viel zu weit. Ah, nee. Dreck. So, jetzt versetzen wir uns einfach mit durch Y versetzen, auswählen, bla bla bla. Und jetzt noch letztes Triebwerk starten. Und jetzt rollen wir. Wir haben ja recht zu viele Triebwerke. Was hab ich das verpennt? Ja, da haben wir andere Fahrzeuge. So, da ist es. So, nochmal Schub raus, bis jetzt auch Triebwerk 1 gestartet ist. So, gleich soll es hochdrehen und dann soll es auch gestartet sein. Okay. Engine 1 startet, jetzt könnte es gefährlich werden, wenn man das volle Leistung macht. Na, scheiße. Und da kommt einer, naja dann, auch ein Airbus hier irgendwie. Airbus-Bevölkerung. Also ja, mehr Airbus als andere Flugzeuge. Ah, so kommt. So, wunderbare Landung macht der. Der landet sogar noch, auch wenn wir versetzen. Ich dachte, dann wäre das Spiel mal so leicht pausiert, aber ist es nicht. So, wir fahren hier vor, so hätten wir wahrscheinlich eh warten müssen. Und Streckenfreigabe IFA anfordern. So. Naja, kleine Probleme vorm Start, aber jetzt sollte der Start wenigstens noch glücken. So, Flaps machen wir mal auf 3. Heavy halten Sie bei Landebahn. 32, halten der Position bestätigen. Da stehen wir genau. Okay, wir stehen ein bisschen zu weit. Ein bisschen daneben. Als muss noch der Airbus da runter von der Bahn und dann können wir drauf und take off. Heißt dann. So, hier haben wir auch die schönen, ja, Sonnenblenden, die wir runterfahren können. Ja, die Kopfhörer haben wir gar nicht aufgezogen, das Headset.
So, da hinten ist er noch. Auf der Bahn. Ja, Pacifica, wenn Bahn möglich, verlassen, ne? Na, der wackelt da. So, warten. Na, es hat schon ein bisschen länger gedauert mit dem hier am Boden, aber gut. So, da fährt er runter. Und das heißt für uns jetzt gleich, dass wir auf die Bahn rollen können. Hätten wir auch die Triebwerke erst hier starten müssen, können. Aber gut, das kann man ja nicht wissen. Ganz plötzlich ist er dann aufgetaucht. So, Starterlaubnis erteilt. Wir rollen auf die Bahn, machen da auch kein langes Prozedere mehr. Und ja, wenn wir da auf der Bahn sind, geben wir gleich vollen Schub. Also, noch ausrichten. Wunderbar, komm. Oh nee, ich hasse das mit dem Drehen. Dass das nie klappen will. So, langsam drehen wir ein. Ja, lieber langsam, als dass es nicht klappt. Guckt, und da sind wir schon wieder zu schnell. Ich verstehe das nicht. Wieso ist das, da falsch? Keine Ahnung. So. Er hat eine Freigabe auf die Tree 2 Left, also da, wo wir stehen. 2:30 links. So. Okay, wir drehen. Jetzt aber voller Schub. Oder vielleicht doch nicht. Ach, ich hasse es mit der Drehung. Weißt du was? Dem einen oder anderen wird es jetzt nicht gefallen, dass ich immer das Versetzen jetzt in letzter Zeit ein bisschen benutzt habe hier vor der Bahn. Aber was sollen wir machen? Okay, jetzt Take-Off und geht los. So, ich muss den Flieger jetzt in der Bahn halten. Irgendwas ist nämlich mit diesen, ja, Pedals, die sind leicht nach links immer. Das liegt auch nicht irgendwie an der Trimmung. Wahrscheinlich liegt eher daran, irgendwas am Joystick ist da nicht richtig eingestellt. Da muss ich nochmal gucken. Aber gut, in der Luft soll es erstmal nicht so stören. Aber wir halten ihn jetzt so gerade. So, wir sind jetzt bei 100 Knoten. Ich gehe mal aus, bei um die 180, 90 werden wir dann rotieren. Die Landebahn ist ja noch lang genug. Lichter machen wir auch mal an, habe ich ganz vergessen. So, Lichter haben wir jetzt auch angemacht. So, 180 Knoten. Okay, ich würde sagen, wir rotieren und dann geht's in die Lüfte. Und ja, majestätisch hebt der Flieger ab. Wunderbar, Fahrwerk einfahren, positive Steigrate. Klappen, einfahren. Und ja, es geht hoch in die Lüfte, Triebwerke, ja, Lauf perfekt. Toulouse-Abflug auf 129,3 und ja, wir steigen mit, ja, wie viel? Mit um die 10 Grad und 52 Knoten im Moment. Geschwindigkeit noch steigend. Ja, wir fliegen jetzt erstmal durch die Wolken, wie ihr seht. Landescheinwerfer müssen wir dann bei 10.000 Fuß ausmachen. Toulouse einstellen, Abflug. Rufen Sie Center Toulouse. So, langsam werden wir schneller. Das heißt, wir können eigentlich noch ein bisschen noch die Geschwindigkeit schon wieder rausnehmen. Wir sind nämlich jetzt schon über 300 Knoten. Und wir steigen jetzt auch mal mit 20 Fuß pro Minute. 20 Grad, nicht 20 Fuß. Und wir sollen nach rechts auf 75 Grad drehen. So, und auf 5.000 steigen. So, Geschwindigkeit so hoch, ja, wir nehmen noch weiter den Schub raus. Ab 5000 kommen dann leichte Turbulenzen, wir sind jetzt nämlich schon auf 5000. Und wir sollen weiter steigen, okay. So, jetzt fliegen wir hier wirklich durch die Wolken durch, eigentlich so gut wie gar keine Sicht. Wir müssen uns jetzt an Instrumenten orientieren, aber woran sollten wir uns auch sonst orientieren? So, hier sollten jetzt mäßige Turbulenzen sein. Also wirklich wackelt der Flieger jetzt nicht. So, auf 75 Grad eindrehen. Heading 75. Stellen wir jetzt auch mal ein. Na, falsche Richtung. Falsche Richtung. So, nein. Ach, machen wir halt kurz Pause, kommt. So, 75. Und auf, ja, 15.000. Und Speed machen wir mal 300 Knoten, das sollte reichen. So. Ach, kommt. Machen wir 320, geht auch. Autopilot für Heading, Höhe und Speed. Ja, Steigflug beschleunigen, wir sind schon dabei zu steigen. So. Speed müssen wir natürlich noch die Leistungskontrolle reinmachen. So, jetzt fliegen wir hier durch die, ja, noch durch die Wolken durch. Wunderbar, alles ist immer noch in Ordnung.
Departure on 118.